hallo Kater, herzlich willkommen in meinem kleinen Chat, meinem Interviewformat New Work Chat. Viele Grüße aus Rostock. Du hast jetzt auch in deinem Twitter-Profil New Work gleich relativ weit vorne stehen. Was verstehst du denn unter New Work? Da gibt es ja auch verschiedene Interpretationen. Also ich muss gestehen, ich bin Fan von der Bergmannschen Definition, nämlich etwas tun, das man wirklich, wirklich will. Ich weiß nicht, ob wir das flächendeckend überall hinbekommen. Ich sehe natürlich heute immer noch den Unterschied zwischen Gehaltsempfänger und Lohnempfänger. Und auch wir haben das noch und das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten. Ich glaube aber, dass der Grundgedanke, nämlich wirklich die Klarheit über den Sinn, was tue ich, wofür tue ich es, für wen tue ich es, dass die Klarheit darüber heute ganz, ganz ausschlaggebend ist. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dass den Leuten bewusst wird, was sie tun möchten, was ihre Talente sind, wohin sie sich vielleicht auch nochmal entwickeln möchten. Und wenn sie das dann ausleben können, dann sind wir in New Work einen Riesenschritt weiter. Und wenn wir das dann technologisch mit richtigen Tools, mit den richtigen Methoden unterstützen können, um die Leute bestmöglich arbeiten zu lassen, ohne dass sie an der Tool-Landschaft verzweifeln, ohne dass sie wie in den 90ern über E-Mails und Meetings arbeiten müssen, sondern wirklich die neuen Möglichkeiten nutzen können. Das ist meine Definition von New Work.